Es ist an der Zeit, mir über die Ausbildung meiner Kater Woody und Betsy Gedanken zu machen. Im Mai werden sie 2, dann sind sie ausgewachsen und der Ernst des Lebens beginnt. Hunde können Schulen besuchen, in denen ihnen artikuliertes Bellen, promptes Apportieren, kurz unbedingter Gehorsam beigebracht werden, auf dass sie sich anstandslos in der menschlichen Gesellschaft bewegen lernen. Katzen sind auf Privatunterricht angewiesen. Es war ein leichtes, Woody und Betsy Hoch- und Weitsprung beizubringen, als hätten sie das von Haus aus gekonnt. Die Mäusejagd ließ sich nur simulieren, zuerst mit einer Gummimaus, dann am Computer, ohne erkennbaren Lernerfolg. Der grauschwarze Betsy scheint technisch interessiert, es ist ihm schon einmal gelungen, den Faxempfang mit seiner Pfote zu unterbinden. Er schreibt auch manchmal mit mir mit. Das sieht dann so aus. Ich bin zuversichtlich, aus ihm einen Dichter zu machen. Bei seinem roten Bruder Woody denke ich eher an eine Laufbahn als Vorkoster. Was mir Sorgen macht, ist ihre Neigung zu unmotivierter Gewalt. Plötzlich fällt der eine über den anderen her, um ihn ins Genick zu beißen. Sie müssen lernen, ihre Konflikte auf zivilisierte Art zu lösen. Vor allem Betsy genießt in der Hans-Brandstätter-Gasse einen Ruf als Raufbold. Vorigen Sommer haben Nachbarn ihre Katzen vor ihm in Sicherheit gebracht. Mit solcher Umsicht hat er sein Revier verteidigt. Das stimmt tatsächlich. E.T.A. Hoffmanns Kater Murr schloss sich in seiner jugendlichen Verwirrung einer schlagenden Verbindung an. Genau das befürchte ich bei Betsy. Er wird ein Katzbursch werden wollen. Und seinen nachgiebigen Bruder mit auf den Paukboden schleifen. Vielleicht aus Trotz seinem Privatlehrer gegenüber wird er beim Aufruhrversand einschlägiges Material bestellen. Dort gibt es sicher auch Futternäpfe oder Trinkschalen mit chiffrierten Heilsformeln oder dem Aufdruck rechtes Recken. Und natürlich wird er das von meinem Computer aus tun, wodurch ich dann in den Genuss einer Armin-Sippel-Haftung kommen werde. Eine Katze kann keinen PC bedienen. Kater Murr schrieb sogar mit der Feder. Und wer weiß, welche Parolen plötzlich auf meiner Homepage erscheinen werden. Sicher wird Betsy die Bücherverbrennung auf dem Wartburgfest in glühenden Worten feiern oder den Turnvater Jahn hochleben lassen, sich zur deutschen Kulturnation bekennen, Zoten über Bier und Blondinen absondern, obwohl oder weil er abstinent und kastriert ist. In der Folge werden wohl alle Freunde und Bekannten von mir abfallen, von den Freundinnen ganz zu schweigen. Denn meine Rechtfertigung, mein Kater habe diesen Nationalkretinismus zu verantworten, wird entweder als unglaubwürdig oder Anzeichen geistiger Zerrüttung betrachtet werden. Wer möchte auch bei jemandem mit solchen Ansichten anstreifen? Danke.